Da uns schon langsam die Chats ausgehen, fahren wir heute noch einmal nach Sandway, um Geld zu wechseln. Hier in der CB Bank wollen wir noch einige Euros umtauschen. Unter dem Monitor des Bankangestellten befindet sich eine Lade randvoll mit Geldscheinen. Vor unseren Augen wird nochmal schnell der Wechselkurs um 20 Chat verschlechtert. Den Kurs kann man an der LED-Tafel an der Wand ablesen. Naja. Mit einer gefüllten Geldbörse geht es dann nochmal zurück zum Markt von Sandway, wo es wieder Interessantes und Lustiges zu entdecken gibt. Allerdings muss man immer auf den Weg achten. Neben diesem lustigen Ventilator finden sich auch recht interessante Kochplatten. Wir fragen uns, in welchem Zusammenhang Unterhosen und Feuerzeug stehen. Ja. Unterhose mit Feuerzeug. Bei einem der zahlreichen Stände findet Doris ein nettes Katzen-T-Shirt. Als die Händlerin darauf hinweist, dass es dieses Shirt auch in Schwarz gibt, gehören nach kurzen Feilschen beide Doris. Ja, passt ja, oder? Will ich ein Foto machen? Müssen wir passen, oder? Ich glaube schon, ja. Nachdem die beiden T-Shirts bezahlt sind, gibt es das Wechselgeld als Spende für die Nonne. Als Dank für die Spende sprechen die Nonnen anschließend immer ein Gebet. Wir machen uns jetzt aber noch weiter auf die Suche nach eventuellen Mitbringseln für zu Hause. Das ist ein kleiner, oder? Wie immer gegen Mittag nimmt die Hitze enorm zu und wir beschließen uns auf den Rückweg zu machen. Das Tuk-Tuk, mit dem wir nach Hause fahren, ist gut besetzt. Während der Fahrt erhalten wir einen Anruf von Joe Mintu. Er teilt uns mit, dass der von uns bestellte Buddha fertig ist und wir ihn nun abholen können. Also machen wir uns schnurstracks auf den Weg zu seinem Laden.
Doris begutachtet kritisch die 5 Mönche, die wir zur Buddha-Statue dazu bestellt haben. Alles bestens. Das Sandelholz verbreitet einen wirklich angenehmen Duft. Wir legen die vereinbarte Summe auf den Tisch und Zhou Minzhu bedankt sich, ohne nachzuzählen. Gewissenhaft packt er die Statue ein und ein paar Kleinigkeiten finden wir auch noch. Voller Stolz präsentiert er uns dann noch seine Tochter. Um einige Chats erleichtert, kehren wir zurück ins Aureum und bewundern wieder mal den riesigen Baum vor dem Aureum-Resort. Und schon naht wieder der Sonnenuntergang. Im Golden Sea gibt es etwas Neues zu bestaunen, einen Getränkekühlautomaten. Zum heutigen Abendessen bestellt sich Doris Coconut Curry. Ich bevorzuge lieber Schweinefleisch mit Chili und Lemongrass. Pork with Green Chili und Lemongrass. Lemongrass. Die Jonas Bandle meiner Tomatensalat haben. Doris trägt einen ihrer neuen Lounges. Jedes einzelne Schmuckstück wurde per Hand aufgenäht. Mit Genuss verzehren wir Marshall Sins berühmten Tomatensalat. Und mit diesem kulinarischen Höhepunkt endet der heutige Tag.